Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LF19, Karte Ingo und Thüring, Version 1.1.01. Ich wünsche mal einen schönen Sonntag und nochmal ein dickes Dankeschön für das Reinschauen. Ja, natürlich auch für jeden Dank. Ich würde mich freuen auf jedes Abo. Natürlich auch auf Daumen hoch. Ist aber jetzt nur der Form halber, ne? Ich vergesse es auch öfter mal. Das ist eine kurze Erinnerung. Ich würde mich freuen, wenn das, entsprechend so gemacht wird. Und danke schon mal dafür auch mal. Ja, gehen wir jetzt hier weiter mit Abfahrer einstellen. Ich muss mich hier ein bisschen wegbewegen vom Ziel. Und klicke ich mir mit der Maus wieder auf einen anderen Gerät ein. Soll die sein. Hier stelle ich ihn auch ein am Ball 12B. Weil das einfach. Ja, ich habe gerade mehr oder weniger gegessen, mehr oder weniger. Und ich stelle jetzt wieder so fest, mit vollem Magen kann ich nicht arbeiten, auch nicht spielen. Ich werde sofort leicht müdrig, ne? Also im Sitzen und so. Ja. Ist aber nur vorübergehend. Hoffe jedenfalls. Aber ich wollte nicht zu spät essen. Wie den. Mit einem vollen Magen, das schläft sie auch schlecht, ne? So unruhig und so, das ist auch nicht ideal. Ja, ich habe aktuell über Frühschicht zurzeit, die Woche noch. Ab nächste Woche wieder Spätschicht. Spätschicht klingt zwar blöd, man muss abends länger arbeiten, also ne, logischerweise Spätschicht. Aber dafür kann man früh aufschlafen. Und ich bin eher so ein Typ, der gerne ein bisschen länger schläft. Also ich persönlich würde das abends länger arbeiten nicht stören. Was mich aber stört, ist das früh aufstehen. Obwohl das eigentlich ist eine Sache der Gewöhnung, kann man sagen. Ne? Geht ja nicht anders. Linke Arm weh. Reifen, Gerente. Aber das ist noch lange hin, du zur Rente. Mal sehen, wie er da vorbeikommt an die Hexe, Quatsch, an den Harvester. Gibt ja hier ein neues DLC, ne, Rottel, wie es heißt hier, mit einem Vollerdner und ein Abfahrer. Also ich persönlich kostet 3,99, was ich weiß, ich persönlich muss es nicht haben. Ich sag mal, gut, ist ein blaues Gerät, ne, nett. Aber ich sag mal, ich brauche es nicht wirklich, ne? Also Vollernte, ja, das kriegen wir hin. Den anderen Gerät schon. Und alles andere gibt sich. So, sind alle Abfahrer da? Jo, kann man loslegen. Ja, da muss man so weit fahren mit dem Gerät, ne? Das ist ja auch unnötig, ne? Ja, und dann später hier, wenn die Bäume weg sind, im flachen Bereich einen neuen Wald pflanzen. Ne? Das muss ja sein. Aufforsten ist ja da Pflicht, nicht, aber man macht's halt. Ne? In der Hoffnung, dass wir noch einmal hier kräftig ernten können. Ne? Wenn wir beides hochheben. V. Das Ding hat zwei Geräte. Also häckseln und Stoppenfräsen. Es arbeitet ein bisschen besser als das andere Gerät. Das mal leer machen. Finde ich jedenfalls. Ist so. Na, man muss den Punkt nicht aufsuchen, ne? Aber es passt nur 20.000 rein, ne? Das muss man wissen. Das ist eigentlich recht wenig, ne? 15.000, also ein Baum, ne? Aber gut. Weil normalerweise müsste man das so sehen, dass er hinten am Hänger dran hätte, ne? Und leicht direkt im Hänger reingibt, ne?
Theorie. Das wäre so Überladewagen nicht schlecht. Das wäre eine Option, ne? Man wird gut überlegen. Überladewagen habe ich eigentlich, ne? Dann werden wir ganz kurz eine holen. Das Gewicht können wir dann gleich da vorne dran hochfliegen lassen. Ich probiere mal aus. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Überladewagen, ob der Häcksel mitnimmt, das ist auch die andere Frage, ne? Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Normalerweise nicht. Aber ich sag mal so, LS ist ja alles möglich. Zumindest lohnt sich zum Testen. Wo genau ich jetzt hingestellt habe, das ist eine gute Frage. Na, das ist doch leer. Ich mach mal diese roten Punkte aus. Ist nicht, ist der voll oder leer? Die Frage, ne? Wenn Dünger drin ist, kann ich ja auskippen beim Lager. Und bei Kalk ebenfalls. Also das dürfte funktionieren. Ich das Gewicht einmal abstellen. Gewicht müsste eigentlich auch trotzdem dranbleiben können, aber wie man ohne. Da sieht man so komisch aus, wenn er versucht. Bitten. 1000 Kilogramm. Eine Tonne ungefähr. Ja, genau. Junge, musst mehr. Ja, jetzt kommt bald der Frühling, ne? Kalkbrenner, das macht nichts, das kippt mir aus. Habe hier so ein Kalklager da. Durchfall wollte ich nicht. Hier ist ja so ein Flüssiglager für Dünger und so. Wahrscheinlich auch für Flattenschutz. Aber den kaufe ich ja direkt, ne? Über so ein. Oder? Habe ich das mal bearbeitet? Ich glaube schon. So, jetzt aber rum, ne? Packen wir nicht. Also kommt da nicht rum. Machen wir sie vorne irgendwo. Nur in die Früchte reinfahren. Die Möglichkeit ist zwar, glaube ich, deaktiviert. Mir alles täuscht, aber trotzdem mal nicht reinfahren, ne? Ja, der kriegt einen Wenderadius, ne? Das ist nicht so schön. Rumquälen. So, jetzt aber. So, rennen auf. Ja, gibt schon mal Zeichen dahin. Dann oben Maus war. Die Maus war auf einem anderen Monitor. Ist dann ja, Problem ist das nicht, aber wie gesagt, ist dann ärgerlich, wenn das Bild weggeht, ne? War ja Hockels ganz kurz in der Aufnahme, das ist ja nicht so schön. Ahorn. Bist du noch drinne? Ja. Er entleert sich und das Lager müsste eigentlich jetzt anzeigen, dass mehr wird. So global kaputt, die muss immer umrechnen. Oh, und zumachen tut's noch nicht, oder macht es später. Ob es besser wird, ich könnte mir vorstellen, wenn es funktioniert, dass es günstiger ist, also schneller, weniger störanfällig. Meine Maus wieder nehmen an, die soll ich eigentlich an. Die Maus aktiviert mit dem Mausrad für Autodrive und wenn ich zufälligerweise drauf tippe auf das Rad, dann geht's an. Das ist ungünstig. So, bin da.
Jo, geht rein, das ist gut. Das können wir dann besser nutzen, ne? Einzig blöd ist mit dem Stumpen, ne? Oder wir müssen gleich wegfräsen, ne? Das ging ja auch. Also nur entsprechend umstellen, dass er auch runtergeht. Sonst kommen wir nicht rein, durch. Ist da so ein Holz? Oh, da war's voll. Zack. Er ist nun praktisch, ja. Warnung. Füllmenge zu groß. Das soll aber ein Problem sein mit Global Company, ne? Gehört. Leider ist derjenige, der es macht, nicht mehr aktiv, weil ich weiß. Ich will mich da nicht festlegen, ob das so stimmt. Aber das habe ich mal gelesen beim Caster und Forum. Aber die Füllmenge ist so groß, sollte eigentlich kein Problem sein. Nur Problem ist nur, wenn wir jetzt zum Beispiel kein Futter hätten, ne? So, mal gucken. Ja. Hinten umstellen, ne? Dann können wir besser sofort ausleeren. Ups. Ich werde ein bisschen rein gleich. Passt. Ja, mit dem Wenderadius ist mit dem Traktor ein bisschen klein. Zu groß. Komm hier rum. Ratzfatz, ne? Gleich mal den nächsten voll machen. Ja. Ungünstig. Doch ein größer mal eine Runde fahren, ne? Nur nicht in Dings reinfahren, ne? Oder erst kommt zurück. Gut, wir haben auch, wir haben ja auch noch erstmal jemanden geholt, ne? Machen, ne? Fährt sich besser. Ohne diese Stolperfallen.
Und weiter aktiv, ne? Und beim nächsten Mal. Mitnehmen. Von der anderen Seite halt. Manchmal ist es so, dass es von der einen Seite geht, aber auch nicht. Oder warum es so ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde die Methode schneller, als wenn man mit Dings arbeiten will, mit Hackschüttelfabrik. Und so müssen wir nicht so oft hinfahren, ne? So ein Mistwetter, ne? Schiedwetter sagen wir im Norden, ne? Ist voll. Beide voll machen. Könnte sein, dass er nicht ganz. Ne, reicht nicht. Ja, dann meckert er nicht. Jo, ich muss immer woanders hinlegen, das Telefon. Meldung rein und Bescheid. Bei der Arbeit höre ich es wirklich nicht, das so laut. Obwohl ich da auch nicht immer gucken kann. Wenn ich das auch wollte, vielleicht. Ist eine Unsitte, kann man sagen. Aber da hat man sich so angewöhnt, ne? Du Baum, wieso ärgerst du mich jetzt? So, jetzt kommt's rum, ne? Da können wir die Stumpen mitnehmen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Aber schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Jo, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Und erstmal wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Jo, tschüss, ciao, ciao. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.